So, Hallöchen, jetzt geht's weiter, weil und diesmal passiert mir das nicht nochmal. Ich habe nachgeguckt, die Folge ist ein bisschen kürzer geworden, also nur 18 Minuten. Da habe ich mich echt mal verrechnet. Hallo. Oh fuck, ich habe ja keine Munition mehr. Schrotti? Hallo, beliefert den Antibürger mit Munition. Wie gesagt, sonst werdet ihr alle arbeitslos. Aha. Das geht alles. So. Geht alles, wenn man nur will. Seht ihr? Geht alles. Trotzdem bleibe ich jetzt erstmal bei Schroti. Ladedaten. Hätte ich auch noch hier einen Cut machen können. Man weiß halt nie, wo die Ladescreens sind, ne? Okay. Ist nicht auf mich, an mich gerichtet. Oder vielleicht doch. Pseudofallenmäßig. Setzen die jetzt doch Türme ein, um ihre eigenen, von ihnen selbst erschaffenen Zombies in Schach zu halten. Ist ja schon irgendwie dämlich. Ist ja schon irgendwie lustig. Hä? Ja. Hi! Gordon! Dachte mir, dass ich dich hier finde. Dr. Klein ist jetzt in Sicherheit. Jetzt können wir Barney treffen. Unten ist ein Kommandostand. Vielleicht finde ich da die Generatorpositionen heraus. Bereit? Ja. Auf geht's. Vorwärts! Respekt? Ah, doch. Verzeihung. Du hast hier aufgeräumt. Durchaus effektiv sogar. Was soll man denn dazu sagen? Wow, der eine Schuss, der war nötig. Das nenne ich Reaktionszeit, das ist ja noch meine besser. Ja. Wieso hättest du den nicht, hätte der sich nicht ein Beispiel an seinem Kollegen hier nehmen können? 10 Minuten einen angucken. Uff, Alex, achso. Ich brauche jetzt erstmal immer schön meine Dosen hier. Erstmal in sich drin alles selbst zusammenmixen und dann schön ab die Post, ne? Gruppenbadenwannenraum, das ist mir jetzt bis jetzt auch noch nicht so untergekommen. Also ich hätte, glaube ich, eine große, also ein kleines Schwimmbecken wäre, glaube ich, effektiver gewesen. Oder ganz viele Duschen. Aber gut. Wenn man auf Baden steht. Baden, Baden. Okay, das war's. Nimm du die Tür. Welche? Ich nehme diese. Okay. Ich warte nur auf dich. Hi. Ja, ja. Genug gedeckt? Na, wir haben Glück. Draußen auf dem Platz ist ein Generator. Wir möchten so viele wie möglich ausschalten. Das schwächt die Combine in diesem Sektor. Ich brauche etwas Zeit, um den Kern freizulegen. Danach musst du ihn mit dem Gravitron Saures geben. Pass so lange auf mich auf. Immer doch, mein Liebes. Wir müssen uns hier anschließen, Freeman. Wo kommt ihr denn her? Hallöchen. Endlich. Auf geht's. Ja, auf geht's. Der Truppe ist wieder beisammen. Ich weiß nicht, ob es hier... Hier geht's nicht lang. Oh, doch. Hier geht's lang. Was? Oh Gott. Okay, okay. Klack. Ich weiß nämlich ganz genau, was jetzt kommt. Haben wir schon einen Mann verloren?
Ja. Sobald der Generator ausgeschaltet ist, öffne ich das Tor und wir sind weg. Eine Standardkonsole. Okay. Mach schon. Was macht das Ding denn hier? Hi. Oh, hier ist noch eine. Ich habe das ungute Gefühl, von hinten würde auch was kommen. Da ist noch eine. Auch wenn ich hier das Tor zu ist. Ich gehe kein Risiko ein. Männer und Frauen der... Keine Ahnung, haben wir einen Namen? Der Half-Life-Verteidigungsfront! Bereitet euch auf den Kampf vor! Nerviges Teil. Sie kommen! Warte, so. Der Schuss braucht zu lang, die bewegen sich zu viel. Na gut, das hat noch geklappt. Was macht ihr da? Sie sollen zu uns kommen. Jetzt bin ich leer. Au. Das sind meine Kampfgeräusche. Alles einsammeln. Ach so, okay. Lockt sie da raus? Die können ernsthaft da rausschießen. Finde ich gar nicht so toll. Die Mine soll hochgehen. Cheater. Danke. Wäre lustig, wenn die Mine das überleben würde. Was ist denn das für ein Generator? So. Boah, wieso schieß ich so scheiße? Wieso? Okay, gut. Wunderbar. Weiter aufs Ganze. Offensive! Boah, mein Kommentar ist ja so unglaublich. Faszinierend, ne? Waffen. Innere fahren runter. Bup. Den Kopf nicht erwischt. Den da schon. Das wollte ich nicht, naja. Wie war es das jetzt? Oh nein. Ne, so wollte ich das gar nicht. Alter, wie bekommen denn da? Oh, das sind die Elite-Soldaten. Hä? Achso. Ich gönn mir noch mal kurz was, ne? Ich hoffe, ihr habt noch Zeit. Das Tor ist offen! Komm schon, Gordon! Ja. Ich brauche noch meine Dosis! Auf geht's! Ohne meine Dosis gehe ich hier nicht weg.
Tja, hier war mal eine Brücke. Mal ja. Sehen, ob es einen neuen Weg gibt. Ach, wart hier auf mich. Was machst du? Muss ich fragen, junge Dame? Okay, jetzt macht sie einen auf Assassin's Creed. Okay. Ich traue dem Braten nicht. Traue dem Braten so überhaupt nicht. Madame? Hey, wie es scheint, könnten wir dort unten durchkommen. Wir gehen da lang. Ah, nein! Okay. Gordon, lauf! Hau von ihr ab! Hey! Wo, wie, wo, was? Da unten durchkommen. Wo durchkommen? Och, nö. Speicher mal kurz. Da unten vielleicht. Ja. Aber ich, das war irgendwie ein bisschen klar. Okay, vielleicht für die, die das Spiel schon kennen. Sowieso schon. Laden. Mal wieder. Und jetzt mal muss Gordon und mal wieder deine Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Okay, es sind keine Luftschächte, aber es ist eine Kanalisation. Bup. Das ist auch eine unglaublich ineffektive Methode, das Ding abzuschließen. Ich meine, du kannst einfach durch das Gitter greifen und das Ding nach oben ziehen. Da, Herr Schnitter! Wir sind hier mitten in einer Revolution. Ich habe keine Zeit für euch. Schade, ist kein GTA. Die haben leider keinen Energiezellen, so wie das aussieht. Hallo? Gott, du wirst doch wohl. Danke. Na, was geht? Das wusste ich gar nicht. Da kann man ja echt Munition sparen. Da. Niemand weiß, dass ich hier bin. Das ist perfekt getarnt. Okay, jetzt schon. Geht da durch? Schnitter. 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 Schnitter, Schnitter, Schnitter. Kann man auch ein Meme draus machen. Schnitter, Schnitter, Schnitter. Hallo. Na, da unten ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Mach den Zombie kaputt. Hoi. Lecker. Einfach mal speichern. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Ach, da oben. Ja, schlechte Soldaten. Habt ihr bitte den Krieg gegen die Erde gewonnen? Ich meine, ihr werdet von einem Wissenschaftler im Anzug umgebracht. Und von Rebellen. Schlecht, ganz schlecht. Aber ich glaube, man sollte sich als Star Wars-Fan nichts über Rebellen sagen. Weil das ist ja anscheinend inzwischen das Hauptmerkmal von Star Wars ist, Rebellen. Hallo.
Dann nimm doch eins für unterwegs mit, Junge. Achso. Das ist doch schon mal besser gesichert gewesen. Jo. Was? Ach nee. Ah. Warum bringt ihr die jetzt eigentlich alle um? Mamo? Ah, das ist gut, das ist gut, genau. Fresst euch gegenseitig. Fresst euch gegenseitig. Schmeckt's dir? Schmeckt es? Ich hoffe ja. Einen anderen Leckerbissen bekommst du. Könnt euch ja gern versuchen, mal gegenseitig zu essen. Das wäre doch mal lustig. Das ist eine Falle. Ich wette mit euch, wenn ich das Ding da wegmache, kracht's ein. Hä? Okay, gut, dann lässt sich das Ding erst gar nicht wegmachen. Was soll ich denn hier oben? Hm? Ach so, Knochen. Hier, viel Spaß. Bup. Die Zombies haben gewonnen. Okay. Auch nicht mal gegen eure eigenen Kreationen kommt ihr an. Es ist durchaus problematisch, dass ich keine Munition mehr für die Waffe habe. Dass mir allgemein die Munition leer geht. Hallöchen. Effektiv. Zugegeben. Noch etwas kreativ. Hm. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Spruch genau ging. Tut mir leid. Ich höre ihn zwar regelmäßig irgendwie in dem Stargate-Gefecht, aber ich kann ihn trotzdem noch nicht auswendig. Was soll ich denn jetzt hier unten? Okay, tot. Danke. Sagte danke. Genau, ich sagte danke. Immer schön bitte und danke sagen, meine lieben Freunde. Das gehört zu einer guten Erziehung. Und das auch. Immer schön die Gäste mit einem Geschenk begrüßen, ne? In meinem Fall ist es eine Schrotflinte. Oder? Nee, warte mal. Nee, die Gastgeber machen das. Ah, nee, die Gäste beschenken einen. Hallo? Hallo? Du hast kein Geschenk mitgebracht, das passiert. Das passiert, wenn ihr zum Essen keinen Wein mitbringt. Ne? Oh Mann. Okay, wäre auch eine lustige Essenseinladung. Ja, hier, wir gehen jetzt zu Burger King. Willst du mitkommen? Ich lade dich ein. Okay, ich hole noch schnell einen Wein. Das nenne ich Kombination. Hopp. Hopp. Halt. Wer war das? Nicht cool. Hä? Cool, ja, schön. Bin festgelegt als Anti. Hä? Ach so, da oben. Nein. Bin der Anti-Burger. Ich bin der Anti-Burger. Glaubt ihr, ihr könnt mich festnehmen? Ihr? Nein. Könnt ihr nicht. Ich bin nämlich die Nummer 1.
Okay. Einer der seltenen Momente, wo man mal bei 100-100 ist. Ja, muss ich speichern. Wäre grauenhaft, wenn ich jetzt auf Laden gedrückt hätte. Erstmal durchladen. Ja. Ich brauche mehr Munition für das Ding. Ein wobbelndes Kabel. Wobbel, wobbel. Wobbel die Wobbel. Wieso wobbelst du so? Danke. Wir wollen doch den Ruf bewahren. Aber damit mache ich hier auch wieder Schluss für heute und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Tschüss.